Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit wahrscheinlich dem nächsten Boss. Aber erstmal müssen wir mit Gina reden. Die hat da wahrscheinlich noch die ein oder andere Information für uns. Und ihr ist jetzt ziemlich am Arsch, was? Genau. Ich höre, du hast diesen kleinen Speed-verrückten Junior aufgescheucht. Ja. Das war nicht anders vor. Ein Kumpel von mir hat einen guten Draht zur Best Oil. Er sagt, Junior ist angerauscht und macht den Leuten nun die Hölle heiß, bis der Laden wieder läuft. Ich wusste gar nicht, dass Junior Holland so motiviert sein kann. Wenn dir Sal Marcano am Arsch hängt, bewegst du dich schon schnell genug. Das und all das Speed, das er nimmt. Wenn du ihn verdrischst, sag ihm, er hätte sich nicht mit Gina Kowalski anlegen sollen. Mach ich. Wir sehen uns später, Gina. Junior ist ein hinterhältiger Scheißkerl. Hol ihn dir. Na, alles klar, dann machen wir das doch. So, die Frage ist, wo ist denn der Typ? Brauchen wir wieder unseren Schlägertrupp? Ja, ne? Eigentlich, ja, wir haben ja wieder ein bisschen Kohle eingenommen jetzt gerade. Okay, das sind 300 Meter weg. Ich brauche ein Auto. Dann holen wir uns den, nehmen wir den hier. Habe ich ja Bock drauf jetzt gerade. Ups. Einzig der Boss gilt mir. Dass die uns nicht direkt an der Backe hängen, weil wir mal eigentlich. Ich glaube, das Auto ist eh geklaut, oder? Lass uns diese Ficker hier am Hafen platt machen. Alles klar, wir kommen gleich rüber. Das ist nett, dass du mich hier siehst. So, räumt mal da auf. Ich guck mir den Laden mal genauer an. So. So. Dann kümmern wir uns jetzt um den Oberboss. Plop. Munitionwaffe, Munitionwaffe. Oh. Du brauchst nicht irgendwie Hilfe zu sagen. Boah, eine Notiz noch. Notiz lesen. Julia, ich bin schon länger ein treuer Kunde, als du überhaupt auf der Welt bist. Der Daddy und ich kennen uns seit 1947, wenn ich also einen geilen Leo Cashmere bestelle, dann möchte ich auch genau den bekommen. Ich möchte nicht, dass du einfach versuchst, mir einen roten Cashmere anzudrehen, als wäre ich ein Kind, das nicht weiß, was es will. Bringt das in Ordnung? Sofort. Der hat schon ein bisschen Scheiße gebaut, hat im Moment. So, die Weste nehmen wir mit. So, wo war ein Bild? Da ist das Bild. Okay. Das ist das erste von drei in Tic for Harbor. Wir können es ja hier entspannt jetzt umgucken, weil wir haben ja. Oh, da ist noch ein Gegner. Brauchst du dich? Gut, dass unsere Leute immer noch da sind.
ist hin in dem anderen Gebäude, ne? Da ist er. Hab einen entdeckt! Da ist er! Da! Ich verstecke mich! Zu spät, um abzuhauen, Junge. Willst du? Er gehört mir. Fuck you! Weil er den nicht treffen wollte. Ich muss ein bisschen rumtanzen noch. Scheiße. Und du verliert man wieder mal eben kurz die Hälfte der Kohle. Scheiße, Alter, den hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Wir haben seinen scheiß Kuban. 5000 Dollar verloren. Fickt euch doch, Alter. Sag bloß, ich muss jetzt komplett nochmal neu machen. War mir klar. Das war mir jetzt klar, dass ich jetzt immer. Dass ich jetzt immer alles nochmal neu machen muss. Ich verliere 5000 Dollar und muss die ganze Scheiße nochmal neu machen. Dir. Lass uns diese Ficker hier am Hafenplatz. Gut, dann müssen wir da nochmal rein. Wir kommen gleich rüber. Das hat wehgetan. Ich hab dir doch nichts getan. Ich bin getroffen. Pass auf deinen Arsch auf. Hinter dir. Das habe ich noch nie gesehen. So, weiß ich, wo der ist. Wer soll die? Die sollen sich schon selber mal ein bisschen. Achso, die war nicht. So, jetzt nicht mehr. So. Hey, er ist hier drüben. Einen von unseren Jungs gekillt. Ich verstecke mich. Scheiße, er macht uns fertig. Ja, merkst du was? Seite. Ja, das Problem ist einfach, dass wahrscheinlich mit, der eine ist noch mit da drin. Zünd ihn mit einem Molly an! So, viel mehr hast du nicht in deinen Hilfen, ne? So, willst du jetzt noch was? Wo sind jetzt deine dicken Eier, Kleiner? Den brauchen wir gar nicht überreden, dass wir mit dem immer. All der Laden ist unser.
Geschäft und Loyalität. Jeder Unterboss will seinen Einkauf verbessern. Daher werden sie dir Waffen, Gefahren, Fahrzeugverbesserung und Dienste ihrer Verbindenden anbieten. Zudem wird dein Unterboss so leer, aber neben sein Geschäft zuteils. Okay, das haben wir natürlich klar. Dann kriegt Kasanda diesen Laden hier. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ja, okay. Aber wenn ich das Leben meiner Leute aufs Spiel setzen soll, erwarte ich, dass du dich zu mir bekennst. Und denk an den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Machen wir. So, der Laden gehört uns. Wunderbar. Hallo, Mr. Clay. Haben den Laden unter Kontrolle. Wird gut und unauffällig laufen und einen Haufen Geld machen. Das ist super. So, die Kohle nehmen wir mit. So. Ach, das ist gut. Oh, ja. Können wir die Leichen nicht mal entsorgen irgendwie, weil... Sammeln wir mal das Geld eben kurz im ein. War hier in dem Container noch irgendwie Geld? Oder meine ich das nur? Warte mal. Wo war denn noch hier? Ist? Hier war doch noch was. Ah ja, genau. Das war Klamotten. Hier ist noch Munition. Hier auch. Aber der zylindrische sichere Weste. Genau, die Munition, die haben wir ja. Sicher. Ich meine, es wäre in dem Container oben nochmal noch mal was gewesen. Nochmal Geld gewesen. Ein Haufen Geld gewesen. Das ist das Gute, das Geld liegt nämlich immer noch hier rum und gehört dann nämlich uns. Deswegen sag ich doch. Und so kann man mal eben wieder sein Einkommen ein bisschen aufbessern. Dafür, dass wir nämlich eben Oh, das war keine Absicht. Ja, rede mit Donovan über Frank Pagani. Okay. Oh, hier ist auch noch Geld. Warte mal, 800 Dollar. Haben oder nicht haben, ne? Das ist halt zweimal Schläger drum schicken. Entschuldigung. Hält überall Kohle rum, ne? Wir haben hier drei Dinge. Da kann man die mal die Leichen hier bitte entsorgen. Komm mal mit. Ich helfe mal mit ein bisschen aufzuräumen hier. So, der ist entsorgt. Schon wieder angenehmer. So lässt sich doch arbeiten, wenn ich überall Leichen auf am Arbeitsplatz hier rumliegen. Sieht unten das Geld. Hier liegt das rum. Jetzt wird noch eine kleine Stange Geld. 500 Dollar. Haben oder nicht haben, wie gesagt.
So, okay. Dann haben wir das auch erledigt. Das Ding ist auf unserer Seite auf jeden Fall. So. Ich kann ja zu Fuß darüber gehen, das ist das Gute. Wir sollen mit Frank mal reden. Dann müsst ihr jetzt natürlich keine Scheiße bauen, warum auch immer. Ich bin Tanklaster. Ein bisschen Anhänger. Jetzt müssen wir. Nein, nein, alles gut. So, wie gesagt. Wir treffen uns jetzt nochmal mit Donovan und dann geht's weiter mit dem nächsten Teil. Also ich werde das gleich hier irgendwo die Folge beenden. Aber vorher müssen wir mit dem Typ noch quatschen. Die Verbindung nach Kuba. Story-Auftrag. Töte Pagadi. Vorbereitung. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich jetzt auf den in Richtung den vierten Unterboss. So. Das gehen wir mal als erstes. Warte mal. Kann ich da... Doch, rede mit Pablo. Warte, wo ist denn der? Ach, da hinten ist er. Okay, jetzt ist er wieder weg. Jetzt brauche ich in erster Linie erstmal wieder ein Auto. Ohne groß Aufsehen zu erregen. Können wir jetzt natürlich ganz anders. Was ist denn da oben? Da war doch irgendwo noch was. Ist das ein Bild? Ach, könnte ein Bild sein, ne? Kommunistische Plakate, okay. Aber wie gesagt, da werde ich auch nicht explizit noch suchen. Das war Zufall tatsächlich, dass ich das Ding hier gesehen habe. So. Ah, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Oh, auf seiner Mühle ein Auto rumstehen. Ohne dass ich, wie gesagt, jetzt. Ah, scheiße. Weil sonst wieder haben wir hier Kunden zum nächsten. Hey, pass auf! Ich hab so gar nichts gemacht. Oh, hier ist ein Teil. Ich kümmere jetzt natürlich wieder. Da muss ich mir ein Auto klauen. Das ist ja nachher so. Ich befürchte, dass jetzt gerade ein Haus. Nö, geht nicht, okay. Gut, dann würde ich aber mal sagen, wenn wir hier Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3.